fast perfekt, ne? Oh, ist der noch besser? Ach komm, wir kümmern uns jetzt erstmal ums Dingens hier. Eine können wir bauen, na gut, das ist natürlich super. Naja, da müssen wir wieder ein bisschen auf Werkzeug warten. Ich hoffe ja mal, dass das mit der Wolle jetzt hinhaut, dann könnten wir ja zumindest hier sowas bauen. Also eine Schaffarm. Diesmal achte ich natürlich darauf, dass wir das hier im Radius haben. So. Ich glaube. So. Aber das sieht, glaube ich, schon besser aus. Als mit der Webstube. Die Webstube kommt dann natürlich weg. So. Die kostet eh nur. Und da ist sowieso so ziemlich alles. Das ist auch eine Webstube, ja. Die umfasst hier sowieso so ziemlich alles. Dann kommen hier noch zwei Rinderfarmen hin. Hier kommt eine Dings hin, Schlachterei. Ich werde die Bäume mal eben hier wegnehmen, damit man das auch, na, damit man das auch sieht. Natürlich nicht mit Weg, so. Zack, zack. Den können wir da lassen. So. Und dann kommen hier auch noch. Ein Feuer ist. Ich könnte den Weg hier ein bisschen anders machen. Warte mal. Dann hätten wir hier ja auch noch mal ein bisschen mehr Spielraum. Kann den ja auch hier so rummachen, so. Und dann kann man das nämlich. Warte mal, wir machen das mal so. Dann mache ich das so. Dann hätte man zum Beispiel hier noch Platz für ein paar Rinderfarmen. Ja, auf jeden Fall. 1, 2, 3 können wir dann hier hinsetzen, so ungefähr. Oder sogar, vielleicht sogar 4. Ja, guck mal, eine. Hier noch eine. Hier vielleicht 2. Oder eher, ich würde eher sagen 3. Und dann hier eine Schlachterei, genau neben dem Marktplatz. Ja, so stelle ich mir das vor. Dann haben wir auch das Nahrungsproblem, sollte dann beseitigt sein. Was jetzt ja immer noch nicht ganz beseitigt ist, leider. Hm. Die sind bis jetzt alle noch ganz glücklich, auch wenn sie teilweise gar kein Leder mehr haben. Okay, Leder ist nicht so schlimm. Wie es aussieht, die lachen immer noch, auch wenn sie kein Leder haben. Was? Pestilenz? Oh oh. Oh, hier hat ein Erster auf jeden Fall schon mal sein Haus verlassen. Hm, das ist nicht so gut. Aber ich habe ja auch irgendwas mit Pestilenz gerade gehört. Dem rückt die Pestilenz zu Leibe oder sowas. Kann ich nicht sagen, dass das genau der war, der die Pestilenz hatte. Also die Pest. So, genug Geld haben wir. Ach guck mal, jetzt haben wir auch wieder Werkzeuge. Hat er schon wieder was? Wir verlieren aber gar kein Geld. Muss er ja schon wieder unheimlich viel Salz gekauft haben. Nee. Oder kriegen wir das geschenkt oder was? Kommt das bald so vor, als wenn wir das Werkzeug hier geschenkt bekommen. Dann können wir wesentlich mehr auch einkaufen. Warte mal eben. Aber er verkauft uns keine Nahrung. Das ist ja richtig scheiße. Achso, warte mal, Nahrung. Dann machen wir die mal ein bisschen teurer. Dann gibt er uns vielleicht auch mal was. Na komm, mal ganz ehrlich, ob 38 oder ob machen wir mal, ja, hier so 43. Werkzeug kriegen wir trotzdem, obwohl es so billig ist. Aber da kaufe ich mal ein bisschen mehr ein. Oh, nicht zu viel, so. Nicht, dass das doch auf einmal richtig viel kostet. So, dass wir dann beim nächsten Mal auch genug haben, um mehrere Rinderfarmen zu bauen. Wie ist denn das mit dem Schlachter? Der war... Wo war der denn? Fleischerei. Die kostet 4 Werkzeuge. Okay, dann können wir genau eine Schlachterei und einen Hof machen. Eine Rinderfarm. Dann bauen wir doch mal eben die Rinderfarm hier. Ja, komm. Die Frage ist ja... Hier wäre noch perfekt. Hier wäre überhaupt nicht perfekt. Okay, dann können wir hier wahrscheinlich nur eine hinsetzen. Mit Glück können wir hier aber 3 hinsetzen. 1, 2. Ja, wohl eher nicht. Wohl eher nur 2. Dann werde ich auf jeden Fall das hier so ziemlich ausnutzen. Ja, dann machen wir den nämlich so. Ich weiß gar nicht, wie wäre das denn, wenn wir die hier hinbauen würden? Das wäre auch nahezu perfekt, also könnte man doch 4 machen. Okay, cool. Na gut, das machen wir schon.
Jetzt bräuchten wir theoretisch hier natürlich noch eine zweite, damit es perfekt wäre. Aber dafür bräuchten wir erstmal Werkzeug. Und jetzt ist ja auch die Frage, ich habe eine gute Bilanz. Jetzt könnte ich mir bald eine Werkzeugschmiede bauen, weil ich auch 1000 Münzen habe, also auch ein bisschen Puffer. Trotzdem, aber die werden ja dann auch sofort weg, beziehungsweise ich könnte mir das glaube ich nicht mal leisten. Weil, was kostet die Werkzeugschmiede? Wo war sie? Ne, das ist nur der Schmied ist ja, warte mal, der Schmied ist hier. Der kostet schon allein 500. Aber vorerst bräuchten wir ja erstmal die Mine. Die Mine, wo ist die Mine? Ein Brand wütet in eurer Stadt. Da ist die Mine, okay. Da ist die Salzmine, das ist natürlich hier die Erzmine. Die kostet mal eben 1200. 800, also 2000. 2000 und die glaube ich 500, richtig? 2500 bräuchten wir also mindestens Münzen. Dann bräuchten wir 25, 40, 40, das sind 100, 105, 105 Taler würde das dann kosten. Wir haben jetzt gerade eine Bilanz von 137, 165, na gut. Mit der Bilanz würde das sogar hinhauen. Aber wir bräuchten erstmal so viele Taler. Und ich glaube, die kostet auch ganz schön viel Werkzeug, ne? 5 Werkzeuge. 10 Werkzeuge, 15. 15. 18. Na gut, das haben wir aber auch schnell wieder raus, wenn wir die dann erstmal laufen haben. Dann ist sie ja nur noch am Werkzeug herstellen. Dann haben wir da auch kein Problem mehr mit. Man sieht schon, das ist alles ein bisschen aufwendiger hier, um an die Sachen ranzukommen. Eine Feuersbrunst wütet in eurer Stadt. Mann. Wo denn? Wo brennt's denn? Hier hinten bestimmt wieder, oder? Natürlich immer da, wo die Feuerwehr nicht hinkommt. Kommt sie hier nicht hin? Wo ist die Feuerwehr? Nein, natürlich, da kommt sie nicht hin. Na, dann wollen wir das doch mal wegreißen hier. Ist das das oder ist das... Scheiße, ich sehe das nicht. Okay, das war das Richtige. Jetzt muss ich aber wieder mal eben richtig rumdrehen. Also die Standardeinstellung natürlich. Und hoffen, dass gleich mal wieder ein Händler vorbeikommt. Das ist echt das Blöde, wenn man keine Stadt hier zum Handeln hat. Obwohl mir ja irgendeiner was vom afrikanischen Dorf hier sagte. Was uns allerdings rein werkzeugtechnisch ja auch nicht weiterhelfen würde wahrscheinlich. Da ich glaube nicht, dass sie dann schon so weit sind. Anno 1503, aber wahrscheinlich nicht. Wenn das jetzt die Mongolen nicht schaffen, naja. Die waren zu dem Zeitpunkt ja auch schon recht weit. So. Ja gut, aber die geben uns ja nicht mal Geld fürs Salz. Das ist natürlich schlecht. Das bringt uns dann ja auch nichts. Ach ja genau, Salz sollten wir mal eben gucken. 62 Tonnen. Aber da müssen wir so langsam die Sachen mal wieder anwerfen. Nicht, dass wir dann auf dem Trockenen sitzen. Obwohl es mit der Nahrung scheinbar immer noch ganz gut klappt. Na gut. An manchen Stellen nicht so ganz, ne? Oh. Wir waren wahrscheinlich die Ersten, die keine Nahrung mehr kriegen. Scheiße. Okay. Oder kann ich da direkt neue Hütten drauf? Ja, kann ich. Ich muss das nicht abreißen. Gut. Das ist ja ein bisschen blöd. Also ich dachte, das Vieh, das liegt auf der Seite, aber es lebt noch. Es lebt noch. Ich brauche Werkzeug. Ich will noch einen weiteren Viehstall bauen. Okay, ich mach mal einfach mal Zeitraffer an, komm. No risk, no fun. Da kommt der Händler, perfekt. Oh. Okay, ich wollte gerade sagen, ich habe auf Stopp gedrückt, aber das hat nur gerade mal extrem gehakt. Jetzt haben wir wieder 20 Werkzeuge. Okay, die haben uns jetzt tatsächlich einiges gekostet. Und ich glaube, der hat uns auch ein bisschen... Ja, schön. Ja, da hat uns tatsächlich um Salz erleichtert. Darum werde ich mal eben
Fleischerei, ne, die Fleischerei bloß nicht dicht machen. Ich wollte auch die Saline hier wieder öffnen. Die Saline und auf jeden Fall die Salzmine. Und jetzt kommt auf jeden Fall noch ein Stillchen dazu. Ich hoffe mal. So. Was hat denn der für einen Umkreis überhaupt? Zu viel darf ich natürlich auch nicht machen, aber obwohl ich glaube, das ist. Ich meine, Fleischerei können wir im Nachhinein immer noch bauen. So, auf jeden Fall. So. Und so. Ich weiß nicht, ob er das alles hinbekommt. Aber das läuft, glaube ich, schon mal ganz gut. Der dürfte auf jeden Fall hier nie auf dem Trockenen sitzen, was die Rinder angeht. Natürlich muss ich das jetzt erstmal alles einfahren. Das dauert sicherlich auch erstmal ein bisschen. Ich hoffe, das klappt jetzt mit der Nahrung echt mal. Dass das ein bisschen aufwärts geht. Ich mache mal ein bisschen Zeitraffer an. Aber guck mal, der holt schon überall die Rinder. Ja, aber die gehen auch sehr schnell weg, muss man auch sagen. Das klappt wohl doch ganz gut mit denen. Der braucht wohl doch ein paar mehr Ställe hier. Also brauchen wir keinen zweiten Fleischer. Nein. Oh, guck mal hier, Nahrung 3. Das geht verdammt schnell. Vier Rinder, eieiei. So. Ach, guck mal. 3 Tonnen Nahrung. Aber ich glaube, das geht aber auch wahnsinnig schnell weg, ey. Verdammt schnell. Drei Tonnen, 2 Tonnen. 3 Tonnen. Aber ich glaube, so langsam stabilisiert das sich jetzt, wenn wir noch so eine Anlage haben. Dann ist das, glaube ich, kein Problem mehr. Oh, guck mal hier. 8 Tonnen Nahrung. Ja, Mann. So ein Fleischer bringt doch ordentlich was. Da können wir, glaube ich, unsere Fischerhütten echt vergessen. 9 Tonnen Nahrung. Ja, die nächste Fuhre Nahrung. 8 Tonnen? Ja, das hält sich. Es hält sich. 12 Tonnen. Ja, wunderbar. Das sieht auch gut aus. Mensch, Leute. Wir haben das überwunden, die Krise. Jetzt fehlen eigentlich nur die Stoffe ein bisschen. Und ich glaube, die, ja, guck mal, abgerissene Hütten haben wir auch gar nicht mehr. Ich glaube, das war auch hauptsächlich wegen der fehlenden Nahrung. Jetzt müssen wir natürlich mit dem Stoff hin. Das müsste aber jetzt auch eigentlich so langsam mal hinhauen. Ich glaube, da sieht das genauso aus. Da lieber eine Schaffarm zu viel als eine und eine Webstube halt nur. Ich guck mal, könnte ich dann noch eine? Die hat einen ordentlichen Umkreis. Ich muss natürlich noch, ne? Ist natürlich hier nicht so optimal. Ne, gefällt mir das nicht so gut. Vor allem soll das natürlich auch nicht die anderen Farmen stören. Ich kann auch den Weg hier ein bisschen anders machen. Dann könnte ich hier theoretisch noch eine hinsetzen. Bin ich eigentlich wieder auf normaler Zeit hier? Jetzt bin ich wieder auf normaler Zeit. Muss natürlich aufpassen, dass ich jetzt. Das ist ja über die F-Tasten geregelt, dass ich jetzt nicht F9 drücke und die Aufnahme auf einmal beende. Würde ich wahrscheinlich nicht mal mitkriegen, weil ich die Zahl mir leider ausblenden musste. Da die ja sonst mit angezeigt wird. Bei dem Spiel zumindest. Warum auch immer, aber irgendwie verhakt die sich da immer. Und man hat die da immer fest irgendwo an irgendeiner Seite, wo man sie dann gerade hatte. Wird sie dann halt auch nicht ausgeblendet. Das hängt aber auch nur mit diesem Spiel zusammen. Keine Ahnung warum. Mit anderen Spielen klappt das wunderbar. Das ist immer noch nicht optimal. Wegen dem bisschen Weg da. Ich hoffe. So, machen wir es mal lieber so, weil ich glaube, sobald das schon ein Feld raus ist, ist das schon nicht mehr im Radius. Weil mit den Stoffen, das ist echt so eine Sache im Moment. Alkohol scheint auch wieder ganz gut zu klappen. Am Lager bringt er uns ja hier in dem Spiel auch überhaupt nichts. Das Wirtshaus, das bringt es ja dann. Das holt sich quasi den Alkohol dann aus dem Lager.
wie es halt auch in echt funktionieren würde. Feuerwehr, kommen die da hin? Ach so, der fährt sogar querfeldein, Mensch. Das ist ja mal interessant, das wusste ich auch nicht. Das war beim Vorgänger ja auch nicht so. Interessant, interessant. Gibt immer was Neues zu lernen. So, ich schaue noch mal eben einen Moment. Was macht denn die Bilanz? Guck mal, Nahrung, 20 Tonnen Nahrung. Der Salz ist jetzt natürlich, geht jetzt auch wieder hoch. Stoffe, okay. Hält sich ja auch immer so. Naja. Recht stabil, könnte man sagen. Okay, aber die stört das wohl kaum, dass sie kein Leder haben oder dass sie manchmal auch keine Stoffe haben. Außer sie haben genug Nahrung. Die meisten sind jetzt wieder fröhlich, das ist doch wunderbar. Das ist doch echt wunderbar. 1067 Einwohner, auch schon ganz ordentliche Zahl. 21 Werkzeuge haben wir jetzt. Jetzt gucke ich nochmal eben auf die Bilanz tatsächlich. Moment. 72. Könnte man es eigentlich nicht leisten, ne? Wir brauchen eigentlich noch mehr Einwohner. Und das ist zu knapp noch. Wir müssen mehr Geld einsparen. Ich werde wohl erstmal einen Marktplatz hier wieder bauen. Wir müssen uns ein bisschen weiter ausbreiten. Markthaupthaus 1, 2. Na komm, wir machen mal das Billigste. Immer das Billigste vom Billigen. Wo macht es denn am meisten Sinn? Ich glaube hier. Dann machen wir das mal so. So. Ach guck mal, die ganzen Wege, genau, die habe ich ja ganz vergessen. Wir haben ja wieder Geld, Mensch. Da können wir auch ein paar Wege wieder ziehen. Die hatten wir ja alle gar nicht gezogen. Auch wenn es ja scheinbar gar nicht so wichtig ist, weil die Feuerwehr ja zum Beispiel auch komplett querfeld einfahren kann. Aber es ist zumindest, glaube ich, für die Markkarren sehr wichtig. Und geht auch schneller. Also auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob die auch über... Ich glaube, so übers Land können die nicht gehen. Die Einwohner ja schon. Achso, eine Feuerwehr könnte man hier jetzt auch nochmal hinbauen. Ja komm, wir machen das einfach mal. Wir machen jetzt hier auch noch ein paar Marktstände hin. Der kann nur so, nicht dass wir den jetzt falsch setzen. Das wäre ein bisschen blöde. Den natürlich, der ist egal. Okay. Ein Tabak- und Gewürzstand. Ja, so. Und dann machen wir mal hier ein bisschen weiter mit den Wegen. Weiter können wir nicht. Okay. Ich muss mal wieder hier so, genau. Dann sehe ich ja, wie weit ich bauen kann. Ich glaube, wir gehen dann mal wieder so in die Richtung. Und zur Abwechslung. Oh. Ja gut, aber jetzt sollten wir ja alles abgedeckt haben. Oh, scheiße. Ich muss mal ein bisschen aufpassen hier mit dem Geld. Nicht, dass wir wieder zu weit runtergehen damit. Dann werde ich hier nämlich ein paar Pionierhäuser wieder errichten. Kostet natürlich jetzt... Ah ne, kostet kein Geld, aber kostet Holz. Wieso ist das jetzt? Ist das in dem Radius drin oder was? Okay, ja, ich wollte gerade sagen, aber es erreicht auf jeden Fall noch die... Okay, na gut. Den Marktplatz. Jetzt könnte man hier auch noch welche hinsetzen, aber da komme ich jetzt leider mit dem Weg nicht so gut hin. Also lassen wir das erstmal. Auch wenn es natürlich nicht so wichtig ist, aber... Oh, na gut. Dann können wir da einen Weg rüberziehen. Ist auch egal. Machen wir das nochmal so. Guck mal, wir haben schon wieder 500 Torlers. Das ist ja wunderbar. Da ziehen wir den Weg einfach mal rüber. Machen wir einfach mal so. Zack, zack. Oh. Achso, ich kann wahrscheinlich nicht so weit. Ja, okay, weil da schon die Grenze ist. Macht ja nichts. So, hier auch. Hier auch. Oh, ja, natürlich nicht falsch setzen. So, ich hoffe ja mal, dass wir jetzt nicht zu viele Einwohner haben. Nicht, dass uns die Nahrung gleich wieder ausgeht. Das wäre natürlich ein bisschen blöd.
Holzkohle, wir haben gar kein Holz mehr. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Aber die Bilanz ist wieder ganz gut auf jeden Fall. Jetzt muss ich die doch tatsächlich wieder anwerfen, Mensch. Felder bauen? Ach so. Ach, kann man das automatisch machen? Okay. Also jetzt, Felder ist natürlich jetzt eine blöde Bezeichnung für ein Forsthaus. Die meinen wahrscheinlich eher Bäume. Warte mal, das muss ich jetzt aber mal ausprobieren. Das will ich jetzt mal ausprobieren. Ach, wat. Ach, wat. Okay, das habe ich jetzt nicht gewusst. Das ist ja mal interessant. Ist natürlich auch schlau, dass ich hier gar keinen Weg hingemacht habe. Kein Wunder, dass da keine Nahrung kommt. Nicht, dass ich hier noch eine Fischerhütte habe, die keinen Weg hat, aber ich glaube nicht. Das müsste mir hier unten eigentlich auch mal angezeigt werden. Oh, die haben sehr viele Rinder. Vielleicht brauchen wir doch noch eine Schlachterei hier tatsächlich. Die ist vielleicht doch ein bisschen überfordert, ne? Gucke ich mal eben. Okay, kann natürlich sein. Pass mal auf. Achso, da brauchen wir auch Holz für natürlich. Mit Sicherheit, ne? Schlachterei ohne Holz zu bauen wird ein bisschen schwierig, glaube ich. Oh. Ah, Mann. 5 Holz, na gut. Ach, haben wir ja gleich. Guck mal, dann bauen wir hier noch eine Schlachterei hin. Die kommt dann sogar mal. Wo kommt die denn am besten mal hin? Nicht, dass sie hier die anderen stört. Das wäre natürlich, ist natürlich auch nicht so optimal. Ich glaube, die setze ich da mal hin. Dann könnte ich da oben zum Beispiel auch noch eine Rinderfarm hinsetzen. Ja, komm, das kann doch jetzt nicht an einem Holz scheitern, ey. Oder doch? Oder doch? Moment. Zack. So. Ich hoffe ja mal, dass das jetzt noch mehr Nahrung wird. Aber müsst ihr. 34. So, jetzt machen wir Zeit drauf und mal beobachten, wie das so, ob das bergauf geht oder bergab eher. Aber da kommt immer ordentlich Nachschub. Oh ja. Nee, das geht auf jeden Fall bergauf immer noch. Obwohl wir hier so viele Einwohner noch haben, die zwar kein Leder mehr bekommen, aber so wie es aussieht, bekommen die ja immer noch Stoffe. Obwohl wir da nicht viel auf Lager haben, ne? Oder überhaupt irgendwas. Ab und zu mal eine Tonne, ja. Oder haben die hier was am Stand? Auch nicht. Na gut. Das ist ja sehr verwunderlich. Ich frage mich auch die ganze Zeit, warum ich hier einen Gewürzstand baue, obwohl wir überhaupt keine Gewürze haben. Es besticht ja nicht mal die Nachfrage, außer bei den Siedlern. Aber der Nachfrage können wir ja eh noch nicht gerecht werden. Wir haben ja quasi in dem anderen Spielstand, oder es war ja der gleiche Spielstand, halt nur an einer anderen Stelle, an der wir halt kein Geld mehr hatten. Da haben wir ja eine Insel eine ganze Zeit gesucht, wo wir halt Gewürze und so anbauen können. Aber das wird jetzt erstmal nicht unser Primärziel sein. Kümmern uns jetzt eher darum, dass wir bald mal an Werkzeuge selber rankommen, dass wir die selber herstellen können und dass wir dann irgendwann auch mal die Quest erledigen können, was halt noch ein bisschen dauern wird, weil ihr seht ja selber, das ist alles nicht so schnell gemacht. Kommt die Feuerwehr da denn hin? Ja, wunderbar. Die ist auch gerade auf dem Weg, wie ich sehe. Wir haben wieder, oh, wir haben wieder ganz ordentlich Werkzeug. Ich schaue nochmal. Schafarm? Kommt die... Ach scheiße, die kommt da nicht hin, ne? Wir brauchen vielleicht zumindest so eine Weberei, kommt ja noch hin. Ja, ist natürlich ganz super. Dann kommt hier eben noch eine Weberei hin, zur Unterstützung. Jetzt wäre es mal angebracht, eine Werkzeugschmiede aufzubauen, aber ich habe leider nicht genug Geld. Mir fehlt es echt an Geld im Moment. Und die Bilanz ist auch gar nicht mehr so prickelnd. Weil ich natürlich auch viel wieder aufgemacht habe. Obwohl ich den Steinbruch noch nicht mal offen habe. Also müssen wir mal schauen.
Achso, die ist auch gerade auf dem absteigenden Ast, also die wird gleich wieder hochgehen wahrscheinlich. Müsste sie eigentlich. Gerade jetzt durch 1300 Einwohner. Ich sag, die müsste gleich mal wieder hochgehen. 21, ja super, geht doch. Na komm, 55, jetzt geht sie wieder hoch, ja super, schnell. 80, wunderbar. Das ist ja immer so auch tageszeitabhängig und wie die Leute mal einkaufen. Das ist ja ganz anders als bei Anno 1602. Ich weiß auch gar nicht, wie oft ich das jetzt schon gesagt habe. Wahrscheinlich viel zu oft. 100, oh, wunderbar. Ja, also wir warten echt noch mal ein bisschen, bis sich das alles so stabilisiert hat. Gerade weil das ja immer so ein Hin und Her ist, sollten wir da doch, was weiß ich, naja gut, 2500 brauchen wir, glaube ich. Ja. Also sollten wir zumindest 3000, wenn nicht sogar mehr haben. Damit wir zumindest noch so 1000 Taler oder sowas als Puffer haben. Man weiß ja nie, was passiert. Im Notfall könnte man die Gebäude natürlich wieder abreißen, falls es zu teuer wird, aber auf jeden Fall ist das immer noch günstiger, als wenn wir jetzt 100 Tonnen Werkzeuge kaufen würden, die ja wie gesagt mal eben 5000 Taler kosten würden. Zu einem angemessenen Preis. Sicherlich könnte man die ein bisschen günstiger machen, aber da ist auch die Frage, ob man das dann auch bekommen würde. Aber die Bilanz ist ja immer in einem recht grünen Bereich. Nur die Dürre ist natürlich, die macht uns natürlich auch teilweise jetzt einen Strich durch die Rechnung. Ist natürlich auch nicht so schön. Aber ich glaube, die Nahrung hat sich stabilisiert, oder? Ja, wunderbar. 49 Tonnen Nahrung immer noch. Also wir können wieder ein paar Einwohner dazu bauen. Also ein paar Einwohner dazu bauen, hört sich auch blöd an. Ein paar Pionierhäuser errichten. Das wird, glaube ich, auch nicht wirklich stören. Warte mal. So, ich könnte hier sogar noch ein paar Häuser erbauen. Eins, zwei. Kann ich hier noch? Ja. Da auch noch. Die haben jetzt zwar keine Kirche, aber wie gesagt, ich glaube, die Pioniere stört das gar nicht so sehr. Und ich glaube, ich gebe tatsächlich als nächstes mal den Leuten wieder frei, dass sie wieder weiter bauen können. Ist natürlich die Frage, ob sie es überhaupt tun werden. Weil die ja teilweise echt so einen Mangel haben. Keine Stoffe, kein Leder ist auch immer ganz knapp. Ist halt die Frage. Aber ich lasse denen das mal eben frei, weil ich habe eh 19 Werkzeuge im Moment. Das reicht im Moment locker. Bin ich mal gespannt, ob da was passieren wird. Können wir mal so gucken, so ein bisschen, ob sich da ein paar Häuser weiterentwickeln jetzt. Da ist auf jeden Fall ein Haus zum Siedlerhaus geworden. Also es geht auf jeden Fall. Euer überall an jeder Ecke ein bisschen. Natürlich immer nur die. Oh ja, hier auch überall. Okay, die nutzen das auf jeden Fall. Und ist dann natürlich auch die Frage, zwar werden die Ansprüche höher, muss man ja auch immer klar dazu sagen. Guck mal, ihn stört das nicht mal, dass er kaum Leder hat. Die ja auch nicht wirklich. Die sind gar nicht so. Naja, wie soll man sagen? Oh, mir fällt das Wort nicht ein. Ihr wisst bestimmt, was ich meine. Auf jeden Fall dürften die auch deutlich mehr Steuern bringen. Oder zumindest auch mehr Geld ausgeben beim Einkaufen hier. 50 Nahrung hat der Stand hier. Alter Schwede. Achso, ja gut, das ist die ganze gesamte Nahrung wohl, ne? Die wir im Lager haben. Aber die werden natürlich auch immer gefräßiger, das muss man auch mal dazu sagen. 1500 Leute haben wir jetzt schon mittlerweile. Jei. Aber die Bilanz sollte jetzt ja 138, sehr gut. Okay, ich glaube, der nächste Schritt wird dann echt die Werkzeugschmiede bauen. Also erstmal natürlich die Erzschmelze. Dann natürlich, also erstmal die Erzmine. Damit fängt es natürlich an. Dann die Erzschmelze. Und dann natürlich die Werkzeugschmiede. Aber ich glaube, das sieht nicht so schlecht aus. Wir sind jetzt bei 1000. Oh. Aber wir haben jetzt 1800 Taler. Also so weit ist das gar nicht mehr. Deswegen würde ich jetzt sagen, ich mache jetzt mal eine Aufnahmepause. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss.